Entenhausen. Hallo liebe Puppenspielerinnen und Puppenspieler, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich möchte euch heute 5 Tipps zeigen, ja, wie ihr bares Geld auf eBay sparen könnt, wenn ihr dort Warhammer-Miniaturen kauft. Genau, ihr wisst selbst, das Hobby ist teuer. Wir müssen nicht mehr Geld ausgeben, als wir wirklich müssen. Und tatsächlich ist eBay eine super Plattform, um dort eben gebrauchte Miniaturen und Zubehör zu kaufen. Wenn man es schlau anstellt und so ein paar Kniffe beachtet, kann man eben, wie gesagt, super Schnäppchen machen und die möchte ich euch heute mal zeigen. Klar, beim Kauf von ganzen Armeen, da lässt sich schon einiges sparen. Je nach Qualität, Bemalgrad und Alter der Miniatur sollten so grob 50% gegenüber dem Neupreis drin sein. Wer Lust hat, sich eine komplette Armee einzukaufen, der kann auf eBay natürlich super Schnäppchen machen. Betrügt sich allerdings eventuell selbst um einige spaßige Hobbyaspekte wie das Malen, das schrittweise Aufbauen der Armee und gegebenenfalls auch das Umbauen. Über allgemeinere Suchbegriffe wie Armee oder Bundle bekommt ihr eventuell nochmal bessere Ergebnisse, als wenn ihr zu spezifisch sucht. Es ist wichtig, die Bundles daraufhin zu beurteilen, welche Teile man selbst behalten will und welche wieder verkaufen. Rechnet euch auf der Basis aus, was ihr zahlen wollt. Schaut auch bei den vielen Galeriebildern auf jeden Fall alle bis zum Ende genau an. Da verstecken sich manchmal noch Modelle, die auf den ersten Bildern gar nicht sichtbar waren. Große Schnäppchen macht man ja meist bei Miniaturen, die ziemlich schlecht bemalt sind. Bei Metallminiaturen ist ja eigentlich gar kein Problem mit dem Entfärben. Mit einer alten Zahnbürste und etwas Nagellackentferner kriege ich fast alles runter, aber Vorsicht mit den Plastikbases. Plastik und Resin hingegen braucht da etwas mehr Fingerspitzengefühl und ehrlich gesagt habe ich hier noch keine gute Technik gefunden. Meine Erfahrung mit Ultraschallreinigern war eher frustrierend, aber das ist vielleicht mein Video für einen anderen Tag. So eine Scheiße, da geht ja gar nichts. Oh Gott, zack, zack, nicht ein bisschen Farbe, ich werde wahnsinnig. Ich schmeiß das Ding wieder weg. Ich kann mich kotzen. Die meisten Plastikmodelle, die ich erstanden habe, habe ich dann meist mit einer Sprühdose übergrundiert, was denn den Teils kaum schadet, wenn die vorherige Farbschicht normal dick aufgetragen wurde. Das seht ihr meist schon bei den Bildern, ob da jemand richtig dick drüber gespachtelt hat oder ob man es noch relativ gut übermalen kann. Hey, unsere Priorität liegt auf dem Sparen, okay? Nicht auf dem optimalsten Modell. Die meisten Ladenhüter bei eBay sind Modelle, die obskur umgebaut sind oder bei denen wichtige Teile fehlen. Schaut sie euch aber genau an und überlegt, ob ihr die fehlenden bzw. störenden Teile nicht komplett entfernen könnt oder durch etwas anderes aus eurer Bitsbox ersetzen. Werdet kreativ! Gerade Spieler von Armeen wie Chaos oder Orks haben hier die Möglichkeit, einfach Geld zu sparen.
Das hier war eins meiner größten Schnäppchen. Die Warwalker, diesen Müllhaufen habe ich im Prinzip für 15 Euro bekommen und habe es tatsächlich geschafft, noch ganze 4 fertige Modelle mit ein paar Einzelteilen noch draus zu basteln. Ich finde, die sind ganz cool geworden und das hat sich super gelohnt. Also gegenüber dem Einzelpreis, unschlagbar. Klar, ein paar Einzelteile musste ich ersetzen, aber hey, wofür hat man eine Bitsbox? Billigsten hauen Leute ihre Miniaturen ja dann raus, wenn sie keinen Bock mehr auf das Hobby haben, das Zeug schnell loswerden wollen oder es sogar für jemand anderes verkaufen. Auch eine beliebte Schnäppchenfundgrube sind die sogenannten Konvolute. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Keine Ahnung. Jedenfalls kann man hier echt richtige Perlen finden. Gerade wenn man mehrere Armeen spielt oder auch einfach mal ein paar Modelle zum Verunstalten auf Bases will, ist man hier sehr gut bedient. Oftmals stehen diese Artikel sogar unter einem falschen Armeenamen drin. Da klingeln bei mir immer die Schnäppchenohren, wenn sowas passiert. Auch gibt es super Sinn, nach den alten Armeebezeichnungen zu suchen, zum Beispiel Echsenmenschen, Imperiale Garde, Eldar, ihr wisst schon, alles vor den meist etwas seltsamen Renamings. Diese Art von Verkäufern ist auch meist für Preisvorschläge zu haben, was uns direkt zum letzten Punkt bringt. Was einem am meisten bei Schnäppchen im Weg steht, sind die professionellen Händler, die Modelle für überteuerte Preise anbieten. Mit einer einfachen Filterfunktion lassen sich aber die meisten von diesen ziemlich gut ausblenden. Klickt ihr akzeptiert Preisvorschläge an, filtert ihr schon mal von vornherein eine Menge professioneller Händler raus. Nicht alle, aber die meisten professionellen Händler haben keine Lust, sich mit den Preisvorschlägen auseinanderzusetzen und daher hat mir diese Filterfunktion immer super geholfen. Und in den Preisvorschlägen, da liegt auch mein letzter Tipp. Macht freche Preisvorschläge. Ihr werdet euch wundern, was die Leute annehmen. Achtet aber darauf, dass die Standardpreisvorschlag-Einstellung von eBay so etwas über der Hälfte des gewünschten Kaufpreises liegt. Sollte euer Preisvorschlag nicht angenommen werden, und keine Sorge, ihr habt ja noch 2 weitere Vorschläge, um euch da einem arabischen Basar nicht ganz unähnlich auf einen Preis zu einigen. Mensch, will nicht feilschen. Will nicht feilschen? Also gut, wenn es denn sein muss. Na gut, hören Sie, ich will 20 dafür. Sie haben sie gekriegt? Wollen Sie etwa behaupten, er wäre nicht 20 Schekel wert? Nein. Sehen Sie sich das an, fühlen Sie die Qualität, das sind keine Ziegenhaare. Gut, dann gebe ich Ihnen 19 dafür. Oh nein, 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 kommen Sie, so macht das keinen Spaß. Was? Feilschen Sie wie ein vernünftiger Mensch, ist doch keine 19 wert. Sie sagten gerade, er wäre 20 wert. Oh meine Güte, meine Güte. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart. Ich hoffe wirklich, ihr könnt mit den Tipps was anfangen und ihr könnt wirklich bares Geld sparen. Das würde mich super freuen. Schreibt uns was in die Comments, wenn ihr ein Schnäppchen erlegt habt mit der Technik oder mit den Tipps. Genau, und lasst gerne einen Kommentar da, abonniert gerne den Channel. Wir freuen uns. Macht's gut. Ciao.